Liebe Gelsenkirchner, liebe Gelsenkirchnerinnen, Weihnachten und Silvester sind ganz nah und dieses Jahr doch so anders. Die Infektionszahlen, auch hier in Gelsenkirchen, zwingen uns und sie verpflichten uns, die kommenden Feiertage konsequent anders zu verbringen. Auf Distanz zu bleiben, Kontakte zu vermeiden, auf Abstand zu gehen, damit wir uns und unsere Lieben bestmöglich schützen. Keine einfache Sache. Wir haben das in den letzten Monaten einigermaßen hingekriegt, aber es ist ebenso Teil der Wahrheit, dass die Infektionszahlen so massiv angestiegen sind, dass wir auch in den nächsten Monaten mit dieser Pandemie zu kämpfen haben werden. In den Krankenhäusern unserer Stadt und auch in vielen anderen Städten kämpfen Menschen um ihr Leben. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Zahlen sinken, schnell und erheblich. Und das gelingt uns nur, wenn wir alle dabei sind, wenn wir alle mitmachen, wenn wir uns an die Regeln halten. Die Jungen, die Älteren, die Vulnerablen, aber auch die Berufstätigen, die Menschen mit und die Menschen ohne Vorerkrankung. Es kommt jeden Tag auf jeden von uns an. Vergessen wir das nicht. Ich bitte Sie ganz herzlich, helfen Sie uns in den kommenden Tagen und Wochen damit, dass Sie dabei sind, dass Sie die Regeln einhalten, dass Sie auf Abstand bleiben. Feiern Sie nur im kleinen Kreis, treffen Sie möglichst wenige Menschen. Finden Sie kreative, flexible andere Möglichkeiten der Begegnung. Telefonieren Sie, chatten Sie, schreiben Sie Karten und Briefe. Mir ist vollkommen bewusst, dass uns das allen schwerfällt. Und ich kann Ihnen ausdrücklich versichern, auch mein Weihnachten wird in diesem Jahr nicht so sein, wie ich mir das wünsche. Mit Freunden, Verwandten, an einem großen Tisch, festlich essen, zuprosten und vor allen Dingen sich in die Arme nehmen. Das müssen wir uns selbst verbieten. Auch ich finde das ausgesprochen schade. Aber es ist mir Selbstverständnis und Notwendigkeit. Nur wenn wir gemeinsam diszipliniert bleiben, wenn wir gemeinsam solidarisch bleiben, wenn wir uns gemeinsam zurücknehmen, dann werden wir einigermaßen gut durch die nächsten Wochen kommen. Diese nächsten Wochen werden für uns alle entscheidend sein. Es gibt ja auch Lichtblicke. Der Impfstoff ist da. Und wir haben ein Impfzentrum, das ganz kurzfristig in Betrieb gehen wird. Ich wünsche Ihnen, Ihren Lieben, von Herzen ruhige, besinnliche und trotzdem schöne, liebevolle und gemütliche Tage miteinander. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Jahr.